Herzlich willkommen zur dritten Folge Satisfactory mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Und wenn man jetzt den Kram so bastelt und dann einfach Strom. Nein, hier, das da. Dann merkt man, dass das vielleicht nicht so toll ist, was man hier gebastelt hat. Das war auch die ganze Zeit klar. Sowas gewurzelt und sowas gewurzelt. Dann wurzelt er das ja so und wurzelt das dann da rein. Und von da aus kann man das dann weiter wurzeln. So verarbeitungsmäßig Geschichten. Konstruktor ist das Ding, was das erzeugt aus einem Teil ein anderes Teil. Hört sich gut an. Was erzeugst du denn aus irgendwelchen Teilen? Aha. Heißt, der Konstruktor ist halt einfach nur geil, sagt Felix. Naja, da sparst du dir halt die ganze Crafting-Zeit von den ganzen Sachen. Aber du hättest vielleicht noch eventuell ein bisschen Platz lassen sollen, dass du da noch einen Teiler reinbauen kannst, ne? Ja, mach doch mal keinen Stress hier. Ich habe doch erstmal genug getestet noch. Erstmal so 80 Konstruktor hingebaut und dann. Und dann feststellen, oh. Oh. Teilt ein Förderband in drei Teile. Wie rotate. Also den Teil dahin und jetzt brauchst du hier so 80 Konstruktoren und 20 Ausrüstungswerkstätten. Eisenplatten mehr. Wer macht denn die Eisenplatten von euch? Der Linke. Der Rechte macht die Stangen. Egal, ich nehme alles. Noch habe ich Inventarplatz. War klar. Aber hier ist Stau auf dem Förderbänder, das ist nicht gut. Ich hab dir schon mal gesagt, Stau auf den Förderbändern ist hier besser als kein Stau auf den Förderbändern teilweise. Das ist aber auch noch alles nicht ausgerechnet, von daher. Warum nicht? Weil ich dafür eigentlich lieber die Fabrik schon gebaut hätte, um da die Sachen richtig vernünftig reinzubauen. Ungültiges Ziel. Aber für die Fabrik brauchen wir halt ungefähr 5 Milliarden Beton. Und Wurzeln nach sonst Wurzeln. 12 Milliarden Strom. Ach so, ach, jetzt habe ich das Ding damit verbunden. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Wirklich. Eins, zwei, drei, vier. Da ist vielleicht noch ein. Ist da noch ein Platz frei? Nö. Da auch nicht? Da vielleicht? Da ist noch ein Platz frei, okay.
Die Vetterin. Riesenfreude und so, ne? Da kommt jetzt Draht. Juhu. Doppeldraht. Wenn ich dir jetzt noch sage, dass du theoretisch gesehen mit deiner Schmelze doppelt so viele Drahtteile machen kannst, ignorierst du das vermutlich gekonnt, ne? Ja. Hauptsache, es kommt jetzt mal Draht, dass ich mich da nicht mehr darum kümmern muss. Du kannst die Rakete starten. Ja, willst du nochmal, ich habe hier noch ganz viel Kupferbarren. Willst du vielleicht Kupferbarren haben und willst du noch hier Kupferbarren haben? Du hast auch ein Lagerhaus, wo du Kupferbarren reinstopfen kannst, aber gut. Hier hast du Kupferbarren. Mr. Schmelze? Hast du eventuell Bock hier auf Kupfererz? Ich habe das Gefühl, dass irgendwie das Fließband nicht so ganz ausreicht. Kann das sein? Was machst du? Was brauchst du hier? Beton, wie du es wolltest. So, ich bin da beschäftigt die nächsten 20 Stunden. Ich nehme alles an Beton. Wo fangen wir dann an mit dem ganzen Kram? Geh da mit oder was? Das Problem ist, wir dürfen uns halt nicht zu nah an diesen Nebel da nähern, ne? Eigentlich ist fast da in Richtung, die Richtung irgendwo weiter weg, so. Wo? In welche Richtung? In die Richtung, da. Ja. Aber wir gehen halt dann weiter vom Kupferfeld weg, aber das sieht da eher nach freier Fläche aus, so mehr oder weniger. Ja, machen wir. Oder man sagt halt, man geht direkt auf so einen Berg schon direkt höher und baut vom Berg aus sich weiter. Okay. Naja, dann ist man halt höher und hat schon mal weniger Hindernisse, so. Da muss man sich halt nur überlegen, wie man das macht, dass es einigermaßen aussieht, dass du halt keine Fabrik hast, die in der Luft schwebt, so ungefähr. Mach ich. Moment. Wo bist du jetzt hin? Ich geh mal da oben was gucken, was das glitzert so schön da oben. Es sieht aus wie so eine Schnecki-Schneck-Schneck. Und nebenbei sammle ich Blätter. Lass mich vermutlich gleich töten. Egal, wir machen eine schwebende Fabrik und bauen nach unten. Okay. Ich fange da oben an. Gibt's hier Treppen oder sowas? Später gibt's so eine Launchpads, theoretisch. Okay, wie sieht denn das aus mit Jetpacks? Die gibt's ja auch, ja. Wann? Musst du gucken. Boah, Alter! Das ist noch so ein Viech. Wurzel. Wie kann man den Herzen auffüllen? Mit dem Essen. Okay, wo ist. Wo finde ich was zu essen? Aber kein Obst, ne? Fleisch. Du kannst alles essen. Gefühl von diesen Pflanzen. Das sind dann diese kein tollen Obst. Birnüllnuss und die Palabbeere. Ich kann dich aber auch einfach töten, dann hast du auch wieder volle Leben. Aber ich weiß nicht, wo du spawnst. Also ich finde... Du findest? Ich bin tot, würde ich mal sagen. Und warum? Weil mich hier so Viecher angreifen. Bist du denn? Brücke, Reitmausbacken für Wiedereinstieg. Willkommen zurück. Ah, ich starte hier. Bist du auch auf den Berg da hochgegangen oder wie?
Ja, wo bist du dann gelaufen? Links rum. Aber ich bin Okay, jetzt ich wieder unten auch. bei unserer Basis. Das ist gut. Aber lebendiger anscheinend als du. Ja, der komische Vogel da, der mochte mich nicht so ganz. Und gedodged hast du das Viech auch nicht bekommen, ne? Der wollte mich den Berg runterschmeißen, habe ich gesagt, nee, ist nicht. Und dann hat er gesagt, doch, ist und ja. Den hast du verloren, ne? Dann warst du tot. Richtig. Genau so war das. Du hast halt diese Rampen, mit denen du mehr oder weniger eine Treppe bauen kannst. Lampen gibt es ja auch, das ist gut. Ich habe Rampen gesagt, aber gut. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo meine Kiste ist. Das ist auf der Karte angezeigt. Jetzt müsstest du mehr oder weniger draufstehen. Ach, da ist die Kiste. Kann ich die mitnehmen? Dankeschön. Ach, hier. Da oben sind die beiden. So, Kuh. Ich will jetzt Fundamente. Ach, Rampen können wir sogar bauen. Ja. Das wollte ich ja damit sagen, dass du dich damit theoretisch hier gesehen auch einen Weg, einen kürzeren Also als dort für außenrum bauen eine kannst. Wohnung, Wolle, Ohr des Fundaments werden lassen. Was nehmen wir denn für Rampen? Fundament. Das ist halt die große Na? Frage. Der Unterschied ist ja nur, wie dick die sind im Endeffekt. Okay. Die Fabrik wird gebaut. So, hast die Schmelze schon gemacht? Nee, ich Schön. warte ja darauf, dass du fertig hast. Ah! Hast du das Viech gesehen, was da gerade runterfliegt im Berg? Ja, ist tot. Vielleicht unter Umständen. Bin ich deutlich der bessere PvP-Spieler hier in dem Game als du. Okay, man sollte. Also was ich jetzt schon festgestellt habe, bau niemals Rampen unter deinen Füßen ab. Das ist doch der gleiche Trick auch in Minecraft. Never dig down straight oder was weiß ich, wie der Satz ging. War das nicht Minecraft? Ja, habe ich ja gesagt, das ist ja auch der gleiche Satz in Minecraft. Alter, hier geht's 800 Meter tief nach unten. Das ist doch geil. Sieht aber gut aus. Felix, bauen wir weiter. Ich habe Ich nicht passe so auf. viel Zeug. Ist das jetzt die kleine? Das ist jetzt die 8x1. 1 Meter. Ja. 8x1 Meter. Nichts mehr. Ich auch nicht, also, aber die sind gar nicht so teuer halt. Die werden halt nur, die sind alle gleich teuer, ne? Das heißt, du kannst theoretisch gesehen sogar eine große bauen, die kostet genauso viel wie so eine kleine, ne? Ja, aber die große sieht scheiße aus, oder? Weiß ich nicht. Man kann ja mal unauffällig hier zwei wieder wegnehmen und mal eben. Habe ich schon. Ja, die sehen scheiße aus. Wir nehmen die kleinen. Ich weiß nicht, was du meinst. Wo sehen die denn scheiße aus? Sieht irgendwie aus wie so ein Container. Unter Umständen bin ich vom Berg gesprungen, gefallen. Lebendig oder tot? Ich lebe noch. Oh.
Also auf jeden Fall ist es besser, runterzuspringen, tot zu sein, die Kiste hier unten einzusammeln, als den ganzen Weg aus rumzulaufen. Du bekommst ja fast gar nicht Fallschaden. Wo ist nur? Gerade fast von ganz oben runtergesprungen und lebt trotzdem noch locker. Ich habe nicht mal zwei Lebensbars verloren, so. Aber ich glaube, unser Stromzeug ist bald leer, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ah, geht noch. Was ein Schirm? Ja. Einen Regenschirm. Okay. Die große Frage ist jetzt halt, in welche Richtung bauen wir uns dann aus? Ja, da oben. Ja, dann nach Richtung Kupfer oder komplett eng und was weiß ich, oder wie hat es sich vorgestellt? Ja, also ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir irgendwo eine Sache hinbekommen. Ich würde sagen, dass wir erstmal das Ding breiter machen und dann erstmal anfangen, da, was weiß ich, nebeneinander 180 Schmelzen zu bauen oder sowas. Ich würde das eigentlich ausrechnen mit Schmelzen, anstatt einfach nur Schmelzen nebeneinander zu bauen. Aber gut. Was? Nix. Alles gut. Schmelzen. Schmelzen. 180 Stück. Dann brauchst du aber auch so grob geschätzt 360, vielleicht sogar eventuell noch mehr von den Verarbeitern, ne? Alles klar, machen wir. Inventarplätze, Handausrüstung, Das Problem persönliche. könnte aber eher sein dafür, für die Anzahl an Sachen, Strom und so zur Repair-Maschinen. Verfügung zu stellen. Hindernis. Was ist das denn hier? Verstärkte Eisenplatte. Aha. Ich will das haben. Das ist teuer. Ich will das doch nicht haben. Egal, doch. Es gibt Inventarplätze. Was hast du denn hier gebaut? Ein Schlafquartier oder was? Nein. Da kannst du diese mobilen Bohrer drinnen bauen und die brauchst du für die großen Miner. Okay. Wie sieht das hier aus mit... Oh, wir haben ein Problem, alter Schwede. Wir sind am Limit. Mit Strom, ich weiß. Wir brauchen schon bald so einen neuen Biomasse-Generatoren-Ding. Das Problem ist, dass wir eigentlich eher in Richtung andere Stromsachen inzwischen langsam gucken sollten. Weil ich glaube nicht, dass wir es uns langsam so viel weiter erlauben können, so zu weiterzumachen. So. Was haben wir sonst noch so für Möglichkeiten? In den Tod zu springen. Naja, durch die Kettensäge wird das Ganze halt wieder deutlich einfacher gemacht, halt, diese Forschung da. Weil du dadurch dann halt erstens einen besseren Brennstoff bekommst. Achso, Also, der hätte länger. du hast dann fester Biotreibstoff, der sollte deutlich effizienter halt sein. Und du bekommst halt diese Kettensäge und durch die Bäume bekommst du ja Holz und Holz kannst du ja auch verarbeiten. Ja. Hast du noch 100 Beton? Ich habe drei. Da oben ist eine Fläche, die hat bestimmt über 100 Beton für dich. Dann muss ich die abreißen. Was haben wir an Beton? Knapp unter 100 sollten wir haben, also es sollte zeitnah fertig sein, 100. In dem einen Okay. waren jetzt 41, in dem anderen werden auch irgendwas Richtung 30, 35, 40 sollte die Richtung sein. Okay, dann brauche ich schon mal 500 Schrauben.
Okay. Strom ist durchgebrannt. Toll. Das ist jetzt. Ich gehe davon aus, dass das eine Teil kein Zeug mehr drin hat. Kein brennbares Material mehr. Ist hier durchgebrannt. Ja, der hier ist leer. Welcher? Ja, der hier, wo in dem ich dran stehe, der externe. Der, beziehungsweise der war leer. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt auf einmal einfach so durchgebrannt wäre. Na naja, gut, wir sind halt jetzt halt schon wieder bei 60 Megawatt, ne? Ja, aber wir haben nichts mehr gebaut, so. Wir haben nichts dazu gewonnen gerade in der Zeit an Maschinen, so. Das heißt, es wäre einfach so ohne Grund auf einmal da gewesen. Wo hast du jetzt noch Beton oder hast du keinen Beton? Ich habe 77 Beton, das heißt, wenn ich fertig bin mit Stromkabeln craften, sollte eigentlich genug da sein. Ja, warum fragst du nicht einfach mal? Ich möchte aber Stromkabel trotzdem craften für oben. So, also das heißt, du schmeißt mal deinen Beton rein, was du noch hast. Sekunde. Damit wir mal so einen Zwischenstand haben, was jetzt noch fehlt. Ja, nur noch die Schrauben. Okay, dann quab ich mal ein paar Schrauben. Warum? Wie viel sind das jetzt noch? 120. 120 Schrauben. Hast du noch Schrauben? Ich habe die Hälfte davon, oder sogar mehr als die Hälfte. Fehlen noch 48. Toll. War irgendwie klar, oder? Ja. Natürlich war es klar. Woo! Milestone reached. Biofuel will ensure maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production. Ja, genau. Moving foliage that consists primarily 15 Kabel. Additionally, R&D inflated your pocket dimension. Jetzt hab ich vergessen, was das noch war. 160 Schrauben? Ist viel schlimmer eigentlich, aber gut. Hast du noch eine verstärkte Eisenplatte oder kannst du eine bauen? Ich kann welche bauen, ja, aber ich muss erstmal kurz. Achso, das brauchst du Schrauben. Ich brauch die Schrauben, ja. Alter. Okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir gar nicht. Okay. Machen wir gar nicht. Dann nicht. Wie viele Schrauben waren das? 160. Warum denn eigentlich so viele? Weil das Ding absolut overpowered ist wie sonst was. Ja, aber meine Kettensäge, die wird mit 5 Schrauben zusammengehalten. Ist mir klar, aber die Kettensäge halt nicht. Ist kaputt. Der hat keinen Brennstoff. Ich brauche Brennstoff. Ich meine, da Brennstoff rein. Keine Ahnung. Das waren 4 versteckte Platten, ne? 5. Ziehen wir wieder Schrauben. War klar. Ach so, die braucht diesen Mega-Treibstoff da. Wie baut man den denn? Ich würde behaupten, runterscrollen und irgendwann kommt da die Maschine für, aber ich weiß es nicht. Beziehungsweise der feste Biotreibstoff kommt weiter nach unten gescrollt. Den baust du aus Biomasse. So. Dann wollen wir das Ding jetzt mal testen. Ja, Baum ist weg. Passt. Gut. Das ist doch toll. Ist es das? Kann ich damit auch
Viecher wegmachen? Mit der Kettensäge. Ja. Gute Frage, habe ich noch nie ausprobiert, mal ganz ehrlich zu sein. Okay. Die Kettensäge macht gut was weg. Ist doch schön. Damit bin ich zufrieden. Und du bekommst Holz raus, weil es deutlich besser ist in Biomasse herstellen. Ja, also damit kommt man auf jeden Fall. Da muss ich nur mal gucken, dass ich jetzt in der nächsten Folge noch mal so ein bisschen von dem festen Zeug was mache. Dass wir dann die ganze Geschichte noch umtauschen. Oh, warte mal, was ist das denn da? Zeug. Slot Hände. Ja. Ess mal. Oh, die schmecken aber lecker. Palömerbeeren oder wie die hießen da. Du meinst Paläobeere. So, und jetzt, ne, wie sieht's aus so? Was ist denn das hier? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das wäre auch geil. Das wäre auch geil. Wir haben viele tolle Sachen dabei. Was wollen wir als nächstes machen? Das ist die große Frage. Also dieser Awesome Shredder ist sinnfrei für uns aktuell. Ja, Sprungflächen wären nicht schlecht, um da hochzukommen. Ja, aber bevor wir die Sprungflächen machen können, müssen wir auf Teilmontage, weil wir nicht alles von den Sprungflächen Sachen herstellen können. Die haben keine Rotoren, die wir sonst herstellen können. Gut, dann ist das unser nächster Meilenstein. Und damit würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.